Um zu verstehen, wo eine Person herkommt, ist es am wichtigsten zu verstehen, was diese Person alles durchgegangen ist. Und diese Geschichte, dass es auch euch nicht leicht gefallen ist, dass auch ihr Widerstände bekämpfen musstet, dass ihr Hindernisse überwinden musstet, das ist ganz wichtig für die Menschen zu hören in eurem Team. Wow, sie hat es auch nicht leicht gehabt. Weil wenn wir dann so da sind und wir sind Platin oder denken, wow, die Antje Lünemann, das ist ja der geborene Superstar, die war ja schon immer dazu bestimmt, Platin und noch mehr zu werden. Und tatsächlich ist es aber so, es ist hart erkämpft. Und das ist ganz wichtig, eure Leidensgeschichte, eure Prüfungen sind für die Leute mindestens ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, wie eure Erfolge. Weil das gibt ihnen den Mut, dass sie es auch schaffen können und sie werden es auch schaffen. Ich habe jetzt den Adam Green am GoPro in Las Vegas erlebt und das war dieses Mal 20.000 Leute. Und der Adam Green ist jetzt 27 Jahre alt, war der jüngste Royal Crown Diamond von Young Living. Und der war unterernährt. Der war ein kleiner Junge, der in der Schule immer zusammengeschlagen wurde. Und deshalb ist er überhaupt Fitnesscoach geworden. Und er ist immer noch sehr, sehr schmal gebaut. Und der hatte die ärgsten Selbstzweifel, der Adam. Und das war unglaublich, das zu hören in GoPro Las Vegas. Ich werde jetzt mal muten, weil einige Leute haben ihr Mikrofon laufen. Der Adam hat, sein Traum war immer beim Eric Worre auf der Bühne zu stehen und auf der Grand Stage einen Vortrag zu machen. Dieses Jahr hat er es geschafft. Und ich sage euch, der hat es erst erzählt, wie er ein kleiner, ja, zarter Junge war, der zusammengeschlagen wurde, der Selbstzweifel hatte, der sich fast selbst aufgegeben hatte. Und mir ist er nämlich, obwohl ich ihn gern habe, wenn man in seine Augen schaut, das ist einfach ein super Typ. Trotzdem war ich nie ganz sicher, ist er jetzt ein bisschen arrogant oder ist es einfach nur seine Strebsamkeit. Sogar wenn ein Mensch einem arrogant vorkommt, ist es oft nur der Selbstschutz von dem Menschen. Und wie der das bei dem Vortrag erzählt hat, der hat 10 von seinen 40 Minuten, hat er über seine Schwächen und seinen harten Weg erzählt. Ich habe den so lieb gewonnen. Das ist unglaublich. Jetzt verstehe ich den und jetzt weiß ich, was der alles durchgegangen ist, um so weit zu kommen, wie er gekommen ist. Damit wieder der Ball zurück bei dir, Antje. Die Leute fragen, was machst du, wie motivierst du dich, um deine Rückschläge zu meistern? Mikrofon einschalten. Okay. Ich verbringe viel Zeit mit mir dann. Also es ist tatsächlich so, dass ich dann auch mal ein paar Stunden die Decke über den Kopf ziehe und nachdenke oder nicht nachdenke. Das kann durchaus sein, dass ich mich dann mal einen Tag zurückziehe. Und dann geht es weiter. Also ich hab ja auch noch einen Alltag, der neben Young Living funktionieren muss. Und ich mache einfach immer weiter. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich lebe in der Gegenwart und in der Zukunft. Und das ist vielleicht das, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. In dem Moment, wo ich gelernt habe, nicht mehr in der Vergangenheit zu leben, hat sich ganz viel verändert in meinem ganzen Gefühl zu den Dingen. Gefühle machen ja sowieso nur wir selber uns, das macht ja niemand anders mit uns. Das heißt, wir sind verantwortlich dafür, ob wir ein positives oder negatives Gefühl zu Dingen haben. Und Gefühle, die kommen aus Erfahrungen, die wir gemacht haben und aus Interpretationen, die wir darauf setzen. Und ich versuche immer weniger zu interpretieren und einfach zu tun. Und das gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir immer besser. Und ich habe einfach dieses Gefühl, dass alles gut ist, was ich tue, dass ich geführt bin und dass es sich alles positiv entwickelt. Das tut es ja sowieso, das ist es ja schon. Es ist alles positiv. Und ich lerne immer mehr, die Dinge auch im Gedanken anders zu formulieren. Also wer mich ein bisschen näher kennt, so 2, 3 sind hier im Chat, die mich ein bisschen näher kennen. Ich hatte dieses Jahr einen Autounfall und ich bin vor diesem Autounfall ungefähr 3 Monate schwanger damit gegangen, dass ich mir doch jetzt ein anderes Auto holen muss.
Also ich wusste aber, es kommt auch noch eine Steuernachzahlung, eine heftige. Und das war für mich wirklich dieses, okay, ich fahre jetzt diesen kleinen Nissan Almera, den Erfolg nimmt man mir damit vielleicht jetzt nicht mehr so ab. Ich muss mich da jetzt vielleicht auch mal anders positionieren. Und diese Gedanken, die sind die ganze Zeit mit mir spazieren gefahren. Jedes Mal, wenn ich im Auto gesessen habe und zack, hatte ich einen Autounfall, Totalschaden, Schleudertrauma, mir ging es wirklich nicht gut. Aber ich wusste sofort, ja, okay, also nächstes Mal formuliere ich die Gedanken anders. Es muss ja nicht immer ein Unfall sein, damit ich mir dann ein neues Auto kaufe. Und so, also versteht ihr, so ist das, so funktionieren meine Gedankengänge. Und ich bin einfach ganz dankbar für den Spirit, der mich begleitet. Ja. Wunderbar. Ich möchte jetzt dem Publikum, also eigentlich sind wir alle Publikum und alle Gestaltende, deshalb, wer Fragen hat, bitte gebt in den Chat hinein. Und während Fragen reingetippt werden, möchte ich ganz kurz über diese Zoom-Konferenzen und die Kommunikationsstrategie, die wir haben, ab 2017 sprechen. Francis hat eine neue Webseite für uns aufgesetzt, teamenjoy.com. Das ist eine reine Mitgliederseite und da werden alle möglichen Videodateien, alle möglichen Hilfssachen reingesetzt werden, unter anderem auch Interviews wie dieses, weil es reicht nicht, dass wir das nur auf Facebook haben. Facebook kann es jederzeit wegnehmen. Wenn Facebook irgendwie entscheidet, die wollen kein Network Marketing mehr, dann schließen sie einfach alle Accounts mit Network Marketing und das ist von der einen auf der anderen Sekunde weg. Das heißt, das ist ganz wichtig. Wir laufen mit unseren Kommunikationsstrategien und Vorgangsweisen sehr stark über Social Media. Das ist das, was die erfolgreichsten Network-Marketer tun, auch in Amerika. Die Gruppen sind enorm wichtig. Sollte jedes Team eine Gruppe für Produktnutzende haben und eine Gruppe für die Leaders, für die Business-Builders haben. Beziehungsweise, wenn ihr noch keine Gruppe habt, die groß genug ist, könnt ihr einfach in der Team Enjoy Gruppe, wo ihr alle mit dabei seid, Young Living Business Builders und Young Living Tipps für Öleliebende mit dabei sein und auch da eure Leute reinschicken. Ich habe es gehört von einigen, die ihre Gruppen zu früh gestartet haben und wo dann einfach gähnende Leere war in der Gruppe. Das heißt, wenn sich's noch nicht populiert, wenn sich's noch nicht belebt von selber, dann bleibt lieber in der Team Enjoy Gruppe. Aber sobald ihr genug, wie soll man sagen, Team habt, was sich austauscht, dann ist es ganz toll, ihr macht eure eigene Gruppe. Weil einfach jede Gruppe hat das eigene Gepräge, hat den eigenen Team Spirit, hat den eigenen Charakter. Aber noch einmal, das ist ein Kommunikationskanal, der beste ist im Moment und der von allen erfolgreichen Network-Marketern genutzt wird, Facebook. Zoom-Konferenzen werden mittlerweile tatsächlich zum Rekrutieren verwendet. Jeder kann Zoom-Konferenzen sich einrichten und es ist zwar nicht das komplette Setup, was man für ein Webinar hat, ein Webinar ist aber eben auch komplexer, muss man mehr reingehen, um das wirklich zu beherrschen, die Webinartechnik. Man kann tatsächlich auf Long Distance auch Präsentationen über Zoom geben. Deshalb diese zwei Techniken, Zoom-Konferenzen und Facebook, unter anderem Facebook-Livestreams und die Facebook-Gruppen, sind zwei ganz wichtige Strategien, die ich euch empfehle. Speziell, wenn euer Team sich örtlich ausdehnt, wenn ihr geografisch verteilt seid. Jetzt trotzdem wollen wir nicht ganz ohne dastehen und deshalb bauen wir auch diese teamenjoy.com auf, wo diese ganzen Dateien dann hochgeladen werden und ihr bekommt dann demnächst eine E-Mail an alle Leaders, wo euch das eben angegeben wird, wo ihr euch dann einloggen könnt, Passwort bekommen könnt, dass ihr dann auf die Materialien zugreifen könnt. Und da kann man auch, wenn ihr wollt, Francis ist jetzt in dieser Konferenz, ich weiß nicht, ob es auch möglich wäre, innerhalb von teamenjoy.com Untergruppen anzulegen, die gegebenenfalls auch mit Passwort geschützt sind. Ist das möglich? Also, wir haben da richtig eine Mama-Site. Francis nickt. Das heißt, Mama-Site, die kann für alle da sein. Und wenn ihr sagt, okay, wir wollen innerhalb von Team Enjoy auch noch unsere eigene Gruppe haben, Passwort geschützt, dass wirklich nur die Leute von eurer Gruppe reinkommen, ist das technisch auch möglich. Könnt aber natürlich auch
eure eigene Mitgliederseite anlegen. Auch das, ich gebe es immer vor, so als Beispiel, weil das einfach die Techniken sind, die wirklich große Network-Marketing-Organisationen alle verwenden. Deshalb wollen wir nicht nachstehen, weil wir wollen nämlich auch so groß wie möglich sein. Also wir wollen definitiv über 1 Million Menschen beglücken, wenn nicht 10 Millionen Menschen. Und deshalb gehen wir auch technisch immer weiter. Das ist auch etwas, wo ihr Francis ansprechen könnt. Und wie gesagt, ihr bekommt die E-Mail bezüglich teamenjoy.com, wie ihr da einloggen könnt innerhalb von 1-2 Wochen. Jetzt geht's los mit den Fragen für Antje. Okay. Also Robert, die Vergangenheit loslassen, geht das auch über den Rücken mit ätherischen? Also das ist natürlich, gibt es diverse Techniken, das zu tun. Ich habe energetisch unendlich viel auf dieser Ebene gearbeitet, bevor ich dann mit Young Living gearbeitet habe. Das ist tatsächlich etwas, was ich intensiv kenne. Meine Entwicklung ist bis jetzt, also geht eigentlich jetzt mehr dahin, nicht nur eigentlich, sondern ganz sicher, dass ich das Gefühl habe, im Kopf findet da ganz viel statt. Von dem, ob ich das eine Geschichte mache, eine Interpretation mache, ob ich das so groß mache, das Thema aus der Vergangenheit, oder ob ich es wirklich loslasse und mal gucke, was ist denn wirklich überhaupt das Thema? Was ist die Essenz gewesen und was ist meine Interpretation und was hat das aufgebauscht? So gehe ich damit um. Aber das heißt ja nicht, dass das die Wahrheit für alle ist. Und Francis, was mache ich täglich, um neue Menschen für das Team zu gewinnen? Also was ich mache, ist, dass ich gar nicht so viele neue Menschen finde, dass ich, also von der Menge her sind es nicht viele, sondern die, mit denen ich, die ich ins Team bekomme, kriegen mag ich immer in dem Fall nicht so sagen, weil das beinhaltet ja das Wort Krieg. Die ich ins Team bekomme, die unterstütze ich ganz intensiv. Also das ist wie eine Beziehung, wie eine Ehe, die ich da eingehe, mindestens für ein Jahr. Ich verpflichte sie mir sozusagen, wirklich ein Jahr mit mir gemeinsam das zu entwickeln, was da am besten passt, und sich von mir unterstützen zu lassen. Und so baue ich jetzt langsamer, aber mit mehr Fundament. Weil am Anfang haben wir, Anja Frese kennt ihr ja auch, das ist das stärkste Team in meiner Organisation. Wir haben unendlich schnell eingeschrieben. Damals sagtest du, Aditya, dass wir, du hattest irgendeine Prozentzahl genannt, die war unfassbar hoch. Nur wir haben sie nicht nachhaltig schulen können. Und das mache ich inzwischen anders. Und wie ist die Balance zwischen Unterstützen und Loslassen? Ja, das bekomme ich mittlerweile ganz gut hin, weil ich begriffen habe, dass ich nicht die Mutter der Nation bin. Das musste ich lernen. Das hat mir mein Körper irgendwann beigebracht. Wenn ich merke, es gibt so einige, die schon könnten, aber noch nicht wollen, die noch ein bisschen, wie soll ich sagen, gepampert werden möchten, das sage ich jetzt mal ganz liebevoll, weil sie den Kontakt haben möchten. Da mache ich dann so Vorschläge, wie wenn ich dann wieder angerufen werde für eine Problemlösung, dass ich dann sage, du, das weiß ich nicht, obwohl ich das weiß, sage ich, das weiß ich gerade nicht, aber wenn du das herausgefunden hast, ruf mich an und sag mir die Lösung, ich bin auch daran interessiert. Ja, also dass ich immer mehr anfange, die Leader dahin zu schulen, auch wirklich Leader zu sein und in die eigene Kraft und Verantwortung zu gehen, in ihr Wissen und in ihr Können, was sie sowieso schon haben. Und dann verabrede ich mich einfach mal zum Essen gehen. Also, dass man auch mal nicht über Young Living, ja trotzdem hat, die Beziehung pflegt, diese Bindung da, und sie muss nicht über Problemlösung und Zeit folgen. Was mache ich, um neue Teammitglieder zu starten, sodass sie gleich gut loslegen können? Das ist unterschiedlich, weil die Ressourcen sind ja unterschiedlich, die jeder Einzelne schon für sich hat. Da mache ich kein Schema F, außer dass alle von mir die gleiche Information am Anfang bekommen. Und dann mache ich individuelle Gespräche. Also da finden wirklich dann an meinem Wohnzimmertisch oder an dem Tisch des anderen Gespräche statt, was derjenige braucht für sich, um loszulegen, weil jeder legt anders los. Und einige sind wirklich auch einfach nur ein Jahr lang dabei, die Produkte auszuprobieren. Da habe ich vorhin schon gesagt, eher das Gefühl, da wird was passieren.
Und ich lasse ihnen dann die Zeit, die Produkte auszuprobieren. Und irgendwann geht es dann los. Und einige starten sofort los und wissen, saugen alles auf. Und das reicht auch gar nicht, was ich dann an Informationen gebe. Sie saugen auch aus der Umgebung aus auf. Und dann, dann merkt man einfach, die fühlen sich in der Hohlschuld der Informationen und sehen nicht die Bringschuld der Ableihen, sondern die gucken, wo sie sich überall Informationen holen können, um in ihrem Tempo schnell genug zu wachsen. Da bin ich manchmal selber sehr erstaunt. Wow. Das ist jetzt ein entscheidendes Konzept. Das sind die Influencers, wie es Eric Worre seit neuestem nennt. Ich habe sie die Selbstzünder genannt. Das sind Leute, die nicht lange warten wollen. Die holen sich die Inspiration von überall her. Und das sind wirklich Gold, Diamanten im Team, weil es kann sein, dass ihr Leute ins Team kriegt, die noch wesentlich weitergehen, wie ihr das geht. Das kann jedem von uns passieren, dass wir Royal Crown Diamonds ins Team kriegen und wir sind vielleicht nur Crown Diamonds. Und da kann man sowas von dankbar für sein, wenn man solche Selbstzünder, wenn man solche Influencers kriegt. Und das ist eben genau dieses Thema. Man setzt sich mit ihnen zusammen und man muss nicht immer über Young Living oder über Netzwerk sprechen, ganz im Gegenteil. Es geht eigentlich darum, was für einen Menschen hast du da vor dir. Weil wenn der zündet und wenn der einflussreich ist, wenn der Mensch das liebt, andere Menschen zu beeinflussen, im positiven Sinn. Und hier möchte ich auch sagen, das Thema Krieg, kriegen, es ist ja ein interessantes Wort, ich krieg dich. Eigentlich ist Network Marketing, wenn ihr euren Boyfriend, euren Girlfriend, euren Ehemann, eure Ehefrau, irgendwo in euch hat das Unterbewusstsein gesagt, ich krieg dich, ich will dich haben und ich krieg dich. Das heißt, dieses Kriegen, ich würde sogar sagen, dieses deutsche Wort Krieg ist gar nicht so negativ, weil es geht ja darum, jemanden zu kriegen. Allerdings, welche Mittel wendest du an? Wendest du gewaltsame Mittel an oder wendest du liebevolle Mittel an? Und insofern, diese Influencers, diese Leute, die sich, wenn sie nicht Informationen von Antje kriegen oder von Aditya kriegen oder von euch kriegen, weil wir vielleicht zu langsam sind mit unserer Bringschuld, die wissen, ich habe eine Hohlschuld. Wenn ich es nicht von denen kriege, hole ich es mir woanders. Ich kriege die Information. Das sind richtige Krieger. Wir brauchen solche Leute, die die Dinge kriegen. Und wenn ich so jemanden habe, ich weiß auch, diese Person wird auch die Leute kriegen. Und die Person wird möglicherweise Leute kriegen, die ich nicht gekriegt hätte, weil ich eine Ladehemmung habe. Ich darf keine Kriegerin sein. Ich darf kein Krieger sein. Also ein ambivalentes Wort, dieses Kriegen. Und prüft euch da mal in eurem Unterbewusstsein, ob ihr da noch irgendeine Blockade habt. Weil wenn ihr es richtig macht und Wert gibt und den Menschen weiterhelft und diese Frage von Mathilde, die Balance zwischen unterstützen und loslassen, da spielt ihr genau da rein. Leute kriegen und sie immer unterstützen, aber sie trotzdem loslassen, sie trotzdem frei sein lassen. Das ist das, was letztlich Superstars im Network Marketing ausmacht. Und hier deine persönlichen Erfahrungen in diesem Themenbereich. Ja, also um mal so ein Beispiel zu nennen. Ich hatte zu der Situation, als jetzt für Frankfurt das Silberdinner beschrieben wurde, gab es in meinem Team in meiner Leadergruppe eine Person, die ich total schätze, die liebe ich wirklich, weil sie wirklich auch so eine angezündete Person ist, die sagte, sie findet das total doof, dass da kein Executive sitzen kann bei diesem Dinner. Das sie ist jetzt Executive und sie würde das total doof finden. Sie möchte gerne Silber sein. Also so mit meinen Worten jetzt zusammen. Also sie möchte gerne auch an diesem Silberdinner auch teilnehmen. Und hat sich darüber ganz doll aufgeregt, obwohl sie so dicht, wirklich so dicht vor Silber ist. Und eine andere aus dem Team, also aus einer anderen Linie, hat mich daraufhin über WhatsApp kontaktiert und gesagt, du, ich finde das richtig toll, das ist ein richtig guter Anreiz, ich sitze als Silber neben dir bei diesem Dinner im Januar. Fertig war sie damit. Ja, also das sind so zwei verschiedene Dinge, mit den Dingen umzugehen. Und das bringt natürlich Spaß, dieses Wachstum im Bewusstsein zu sehen, was bestimmte Dinge auslösen im Bewusstsein des anderen. Und da muss man einfach gucken, wie man da so liebevoll mit umgeht.
Und Heike, ich erwähne immer das Network Marketing. Das ist etwas, was ich übrigens im Transit Trainer von Vijay wirklich gelernt habe, das so einfließen zu lassen. Das ist ein ganz tolles Training. Das ergänzt alles andere wunderbar. Und das holt euch wirklich von allen Seiten Informationen, weil irgendwas passt auf eure Persönlichkeit. Und ich habe mich früher nicht getraut, MLM anzusprechen, weil ich immer noch in diesem, oh, die wollen denken, bestimmt, ich will nur Geld verdienen, war. Ja, aber weil ich es denke, denken die anderen das natürlich auch. Das ist ja logisch. Wenn ich es nicht mehr denke, sondern das Ganze als Möglichkeit in den Raum stelle, auch ein Produkt von Young Living, das Netzwerk Marketing ist ja auch nur ein Produkt von Young Living, dann ist das nicht irgendwie ängstigt oder Druck ausübt, sondern im Gegenteil geschätzt wird, weil es ja uns gegenseitig unterstützt. Es ist immer eine Form des Wie. Wie kommuniziere ich das und wie ist mein eigenes Gefühl dazu? Und ich rate jedem, der sich das nicht traut, ruft eure Leute zusammen, eure Freunde, weil was wollen eure Freunde? Sie wollen euch immer helfen. Das tun Freunde wirklich gerne, wenn ihr sie um Hilfe bittet und sagt, ich möchte in meinen Vorträgen auch darüber sprechen, aber ich weiß nicht, wie es ankommt. Kann ich dir mal den Vergütungsplan vorstellen? Oder kann ich dir mal vorstellen, was Netzwerkmarketing ist? Dann hast du zwei Dinge schon getan. Du hast geübt, das Ganze zu erzählen, und das andere ist, du hast Kaltakquise oder eine Warmakquise gemacht, weil derjenige vielleicht in diesem Gespräch plötzlich merkt, dass es doch ganz interessant ist, was du tust. Ja, also es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, mit den Dingen umzugehen. Gerne. Dein Mikro ist nicht an, Aditya. Dein Mikro ist nicht an, Aditya. Danke. Das war auch die Frage von Heike. Genau. Erwähnst du bei Produktpräsentationen immer sofort auch die Netzwerk- und Verdienstmöglichkeit? Also am Ende kommt das immer. Und dann hole ich aber auch wieder ab, indem ich nochmal auf die Tür komme. Also ich mache das schon inzwischen ein bisschen strategischer, die Gespräche, als am Anfang. Ja. Wie strategisch? Na, dass ich eben wirklich über die Möglichkeiten des Verdienstes spreche, des Netzwerkens und was das für eine Vereinfachung der Wünsche, also die sich zu erfüllen, was da wirklich bei rauskommt. Ich habe im besten Fall vor dieser Vorführung mit derjenigen, wo sie stattfindet, auch schon gesprochen und habe in dem Gespräch erfahren, was vielleicht ihre Nahziele sind oder mittelfristigen Ziele oder Fernziele oder Wünsche, von denen sie sich nicht vorstellen kann, dass sie sich die mal erfüllen kann. Also ich bin, das ist wirklich das Allerwichtigste, zuhören und ein Gefühl dafür zu bekommen, was könnte das Warum des anderen sein. Weil jeder hat sein eigenes Warum. Ich kann dem das nicht in den Mund legen oder in das Gehirn pflanzen. Das geht nicht. Das ist das Entscheidende. Fragen, Fragen, Fragen. Und das Warum finden von der Person. Und die Verdienstmöglichkeit, wenn ich das Warum weiß, ich falle dann trotzdem nicht mit der Tür ins Haus. Ich erzähle aber, wie viel gewinnlicher ich seither geworden bin. Ich erzähle quasi Teile meines Warums, die ähnlich sind mit dem Warum dieser Person, wie ich mir seither Sachen erlauben kann, leisten kann, die vorher unmöglich waren. Erzähle quasi von meinem Warum, sofern es deckungsgleich ist mit dem Warum der Person, komme aber nicht mit dem Zaunfall und dresche mit dem Zaunfall auf die Person ein. Du musst das jetzt so machen, dann kannst du dir auch alles leisten. Also genau das ist es nicht, der Zaunfall, sondern ich gebe einfach oder ich erzähle, was ich jetzt plötzlich für Reisen mache. Also ich war ja in meinem Kopf wirklich schon Richtung Pension geschaltet. Ja, ich war im Arbeitsleben drin. Wir haben einen Hof gehabt, wir haben Tiere gehabt, ich habe 4 Hektar Land versorgt. Ich war in einem ganz anderen Film drin. Und ich habe die Kinder, wollte ich groß bekommen, ich wollte sie unterstützen, dass sie auch ihre Ausbildung machen. Und das war so mein Ziel. Und irgendwann, wenn dann alles fertig ist, dann fahre ich vielleicht auch mal in Urlaub. Ja. Dieses Wenden,
Das können wir alles komplett streichen, wenn wir im Network Marketing sind, weil wir können sofort, wir dürfen sofort. Und dass ich jemals in meinem Leben über den großen Teich fliege, dass ich in Idaho, in Utah, in Ecuador zu Gast sein darf, eingeladen sein darf sogar. Hätte mir das jemand am Anfang erzählt, hätte ich das auch nicht geglaubt. So, ja. Aber wenn ich erzähle, dass ich solche und sie teilweise gar nicht bezahlen muss, das ist sehr authentisch, weil ich es erlebt habe. Und deswegen glaubt man mir das. Und Reisen macht viele Menschen neugierig. Das macht sehr anziehend. Das macht es ganz sehr anziehend. In dem Zusammenhang, die Leute kommen lassen. Ich werde da wieder das Mikrofon abschalten bei einigen. Okay. Du hast doch mal hier. Genau, jetzt habe ich alle abgeschalten. Das ist immer, irgendjemand hat dann das Mikrofon noch laufen. Okay. Dann gibt's das. Das sind so die, also Vijay nennt die ja immer so Seesterne, ne? Die wunderschön sind, die viel sprechen und so toll sind und alles machen möchten und so weiter und so fort. Die sind mir natürlich auch begegnet. Eine dieser Personen hat mir schwer geschadet, emotional, muss ich wirklich sagen, weil sie hatte, also es ist völlig wurscht, sie ist jetzt ja auch nicht anwesend. Es ist durch das Thema, aber es war ein harter Weg zu begreifen. Ich muss mit meinem Ego gucken, dass ich nicht nur helfen möchte, weil ich habe nicht das Recht, anderen zu helfen. Ich habe die Möglichkeit, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich selber helfen können, dass sie selber wachsen können, wenn sie das möchten. Aber ich kann ihnen nicht helfen. Und wenn sie mir dann so viel versprechen und machen und tun und sagen und sie tun aber nicht, dann ziehe ich mich zurück und lasse die Öle arbeiten. Ich habe das so oft erlebt, wenn ich dann ein halbes Jahr später wieder Kontakt habe, dass die Augen plötzlich an sind, dass die leuchten, dass ein ganz anderes Bewusstsein da ist. Und dann folgen den Worten auch oft Taten. Nicht immer, aber oft. Das ist das Thema Takeaway. Der Takeaway ist, dass du es wegnimmst. Nicht, dass du der Person hinterher bist und ihr aufdrängst, sondern dass du es wegnimmst, dass du sagst, ist nicht für jeden. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich für dich in Frage kommt. Und das begleitest du dann auch, indem du dich körperlich zurücklehnst. Weil was löst es bei der Person aus? Und hier ganz wichtig, die Körpersprache, die wird zu viel mehr Prozent wahrgenommen wie die Bedeutung eurer Worte. Das heißt, wenn du von deiner Körpersprache zeigst, du bist hinter der Person her, hast du schon verloren. Weil die merkt, die hat es auf mich abgesehen. Aber wenn du den Takeaway machst und dich dann verschließt und dann schwer zu kriegen bist, dann drehst du den Spieß um. Dann musst nicht du die Person kriegen, sondern die Person muss jetzt dich kriegen. Du hast so quasi erzählt, was alles möglich ist. Du hast dich magnetisch gemacht, die Reisen und alles Mögliche. Und ist aber möglicherweise nicht das Richtige für dich. Und dann still sein. Und die Person kommen lassen, lass die Person hinter dir her sein, sei nicht hinter den Personen her. Und was ich immer wieder sagen möchte, ist, je erfolgreicher man wird, umso spannender gehen die Menschen im Umfeld damit um, nicht immer positiv, das ist das eine. Also es ist wirklich, sind manchmal wirklich Menschen, die Wegbegleiter sind und nicht bis ans Lebensende begleiten. Das habe ich festgestellt. Und was ich auch feststelle, ist, dass so ganz oft Anfragen kommen, immer wieder jetzt Anfragen über Linien wechseln und so weiter. Ich mache es nicht. Ich gehe da nicht drauf ein. Ich unterstütze trotzdem weiter auch Crossline. Die Erfahrung ist, dass die Menschen sonst, also es werden einem anderswo welche weggenommen. Und nur weil man gar nicht mehr präsent ist und erfolgreich ist, ist das sehr unfair. Wirklich. Ja. Also man schaufelt sich das eigene Grab, wenn man darauf eingehen würde. Und es ist grundsätzlich, sobald Antje und andere von euch auch im Diamantclub seid, das ist unser Ehrenkodex.
Diamanten nehmen sich gegenseitig keine Leute weg. Das ist Grundlage. Das ist etwas, was uns Gary und Mary immer nahelegen. Und das hat auch mit dem Prinzip des Karma zu tun. Würden wir es tun, dann wäre Tür und Tor geöffnet. In dem Moment, wo du das tust, wird es auch bei dir getan werden. Und dann hast du keine Stabilität mehr in deiner Organisation. Also auf keinen Fall unterstützen, dass Leute geklaut werden und auf keinen Fall, dass auch wenn man es so indirekt macht, man kann sie auch schön durch die Blume machen, die Intention, die dahinter ist, die zählt und die wirkt sich aus. Deshalb Gratulation, Antje, du hast hier schon die Diamantqualifikation mit deinem Verhalten. Ich denke, das haben wir alle so. Also das beobachte ich zumindest, dass sich das auch sehr bei Young Living durchsetzt, zumindest die Linien, die ich kenne. Und das finde ich, das ist sehr beruhigend. Das ist wirklich sehr beruhigend, weil wir können uns auch gegenseitig loben, hervorheben, Qualitäten kommentieren und kommunizieren, die der andere hat, ohne dass man Gefahr läuft, wirklich da jemanden zu verlieren. Das finde ich sehr gut, weil nicht jeder kann alles. Also ich kann keine Webseiten bauen wie du, Francis. Ich kann keine Buchhaltungskurse machen wie du, Kapalika. Ich kann nicht mit so hochsensiblen Menschen so fein umgehen wie du, Nina. Also es ist, wir haben alle unsere Qualitäten und wenn wir sie gegenseitig nutzen oder zusammen nutzen in einem Arbeitstool, großartig. Ja. Das ist die Kraft des Teams und deshalb freue ich mich auch so, dass wir jetzt schon zweimal die Gelegenheit hatten, zuerst London und jetzt der Platinrang von Antje, dass wir so viel Antje bekommen konnten. Also man kann gar nicht genug bekommen. Ich freue mich aber auch in den nächsten Wochen und Monaten andere Personen zu interviewen. Wir werden diese Videos auch immer in der Facebook-Gruppe posten. Ich schicke dir dann noch auch diese Files zu, Antje. Das heißt, eure Videos sind auf der Facebook-Gruppe zugänglich. Und sobald wir teaminjoy.com laufen haben, Francis, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dass diese Videos auch direkt von der Webseite dann runtergeladen werden. Dann haben wir nämlich dieses Problem im Datentransfer nicht. Aber vorläufig, Antje, ich schicke dir diese Files jetzt dann zu, heute Abend. Und jede und jeder von euch, der gerne mal so ein Zoom-Meeting interviewt werden möchte oder etwas mitteilen möchte, herzlich eingeladen, bitte kontaktiert mich, weil wir sind mittlerweile ein Team von fast 8.500 Leuten. Circa 7.000 von diesen 8.500 Leuten sprechen Deutsch. Und das bedeutet, wir haben unheimlich wertvolle Menschen im Team. Und wenn wir von denen hören würden, es wäre ganz, ganz toll. Also gebt das auch gerne weiter, wenn jemand mal interviewt werden möchte oder wenn jemand mal ein spezielles Thema hat. Ich möchte diese Zoom-Konferenzen so gestalten, einerseits themenbasiert, zum Beispiel die Anwendung einer bestimmten Technik oder quasi ein Training. Und das andere ist personenbasiert, wie jetzt zum Beispiel diese Konferenz und die letzte Konferenz, wo Antje so lieb war, uns alle so zu inspirieren. Das ist aber jetzt nur meine Vorstellung, eure Vorstellungen zu diesen Team Enjoy Konferenzen. Also ich finde es super, wenn ich da nochmal was sagen darf, ich finde es wirklich super, weil ich liebe diese persönliche Ansprache. Ich bin nicht der Mensch, der über Seminare, das habe ich dir schon mal gesagt, Aditya, mit hunderten von Menschen dann virtuell in Gange ist. Ich liebe diese persönliche Ansprache und ich finde, das macht Netzwerkmarketing dann auch authentisch und das sollten wir nicht verlieren mit all der Technik, die heutzutage möglich ist. Super gut. Ganz entscheidender Punkt. Die Technik ist nur eine Erweiterung eurer Kommunikationskanäle. Die Technik ersetzt nicht die Beziehung zum Menschen. Das ist genauso, früher ist man mit dem Fahrrad wohin gefahren, später konnte man mit dem Auto wohin fahren. Das erweitert quasi euren Aktionsradius, aber entscheidend ist, dass ihr dorthin kommt. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Das heißt, nicht verwechseln, das Medium ist nur ein Instrument, ein Mittel. Ihr seid die Message. Das ist ganz wichtig. Es geht um euch und es geht um die jeweilige Person. Es geht um die Beziehung, die ihr habt. Und absolut richtig, Antje Nummer 1 ist immer der persönliche Kontakt. Gibt nichts, was den ersetzen kann. Prima.
Noch letzte Fragen, wenn jemand hat? Genau, Mathilde hat noch einen weiteren Weg, außer diesen Schulungen, den persönlichen Interviews und Eventberichten, gesagt, Updates von Young Living. Also wenn da was Wichtiges ist, wird auch durchkommen, so wie uns Antje das letzte Mal von der Konferenz in London die Updates gegeben hat. Dann ist es Zeit. Euch allen super, super, super 2017 zu wünschen. Viel Freude, viel Gesundheit, dass alle eure Visionen aufgehen werden.